Ja, heute begrüße ich Frau Sibylle Benning von der CDU. Frau Benning ist bereits Bundestagsmitglied und bewirbt sich für eine weitere Periode. Herzlich willkommen, Frau Benning, hier auf dem roten Sofa. Gerne. Das rote Sofa des Familienforums in Münster, bekannt als ja, Grundlage für Interviews mit Kandidaten unterschiedlicher Art. Und Frau Benning, Sie sind im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. Technologiefolgenabschätzung. Der Bereich Bildung ist natürlich auch ein Bereich, der uns hier vom Familienforum sehr interessiert. Frühkindliche Bildung. Wir fangen im frühesten Kindesalter schon an, von Bildung zu sprechen. Findet tatsächlich Bildung in diesem Alter schon statt oder sind wir da eher im Bereich der reinen Betreuung? Ganz klare Antwort. Bildung findet immer statt, in jedem Lebensalter, natürlich auch schon in der frühkindlichen Phase. Das wissen wir und das spüren wir eigentlich auch alle, dass Kinder gerne was aufnehmen, aufnahmebereit sind und fähig auch sind. Und deswegen müssen wir ganz früh damit anfangen, das zu fördern und auch zu unterstützen. Gerade auch im Kita-Bereich schon anfangen, dass Kinder die Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen, Antworten zu suchen, sich zu erproben, mit Gemeinschaft was zu erfahren. Ich denke, der frühkindliche Bereich ist ein ganz, ganz wichtiger. Und es ist ja auch gut, dass allen Kindern die Möglichkeit gegeben wird, diese Erfahrung zu machen. Nicht nur zu Hause, auch in der Kita. Und das trägt dazu bei, im Grunde genommen eine frühe Chancengleichheit für alle Kinder zu schaffen, weil alle gemeinsam auch lernen können und Erfahrungen machen können. Das ist uns sehr wichtig und ich habe das jetzt auch noch mal sehr deutlich mitgefördert, indem wir gerade im MINT-Bereich, das ist meine Berichterstattung, noch mal Initiativen unterstützen, wie zum Beispiel auch die kleinen Forscher, die hoffentlich bald nach Münster kommen, um noch mal die Erzieher zu unterstützen, im frühkindlichen Bereich auch Kinder anzuleiten oder auch einfach zu beobachten, um dann Erfahrungen zu machen und sich selbst zu erfahren, Fragen zu stellen. Vielleicht kurz zur Erläuterung, im MINT-Bereich Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ganz genau. Das sind die sind naturwissenschaftliche Fächer, die einfach aber sich aus dem Forschen heraus ergeben. Das ist jetzt nicht hohe Mathematik, sondern das ist einfach was, damit man naturwissenschaftliche Zusammenhänge erfährt, erfasst, sich Fragen stellt, Antworten darauf sucht. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man alltagstauglich wird, dass man einfach auch Naturwissenschaften beobachtet und sich nicht irgendwelche Geschichten und Bären aufbinden lässt, was irgendwelche naturwissenschaftlichen Zusammenhänge angeht. Und deswegen ist auch das im frühkindlichen Bereich sehr wichtig, weil im Grunde genommen hat ja jeder oder jedes Kind hat Lust zu forschen, zu entdecken und daran weiterzuarbeiten. Und das wäre schön, wir werden das auch weiter im Grundschulbereich haben. Und man hofft dann auch einfach, dass es weiter im allgemeinen Schulbereich ist, also weiter. Haben wir das tatsächlich? Das ist meine Frage. Also wir sind ja jetzt schon im Schulbereich. Ich würde noch früher ansetzen, also wirklich bei der Tagespflege, Tagesbetreuung. U3-Kinder, natürlich erforschen die ihre Umwelt, die krabbeln durch die Gegend und erkunden ihre Umgebung weiter. Und das ist natürlich auch eine Form der Bildung, selbstverständlich. Aber die Bildung im Sinne von Bildungsauftrag, im Sinne von Qualität der Betreuung in den Kitas jetzt, in der Kindertagespflege, was gibt es da für Baustellen Ihres Erachtens? Haben wir da Baustellen? Also das Ziel ist Qualität, völlig richtig. Und ich glaube, dass wir auch Qualität haben. Sie ist unterschiedlich ausgeprägt und es gibt bestimmt auch noch verschiedene Baustellen, in denen man arbeiten kann. Aber der Wunsch ist da und auch die Tatsachen, vielleicht nicht überall, das sollte man schon fairerweise sagen, aber dass eine gute Betreuung da ist, dass eine qualitätvolle Betreuung da ist. Deswegen kann man auch nicht gleich so viel Quantität schaffen, weil es ja einfach auch wichtig ist, entsprechende Menschen zu finden, die in der Qualität, in der wir es auch brauchen, die Kinder betreuen. Das ist so. Aber ich glaube schon, dass wir doch viele, viele gut qualifizierte Kräfte haben. Es könnten mehr sein, völlig richtig, die aber unsere Kinder betreuen. Ob das jetzt in den Kitas ist, ob das in der Tagesbetreuung ist, ob das bei den Tageseltern ist. Ich glaube schon, dass sie ihrem Anspruch gerecht werden. Was passiert da auf Bundesebene? Passiert da was? Es ist ja eigentlich Ländersache, Bildung ist Ländersache, ja. Da sind wir uns einig. Oder ist so vorgegeben? Ist das einfach ist einfach Kompetenz, das föderale ist das System gibt es so vor, genau. Was ist da der Part des Bundes? Also eigentlich ist es wirklich eine Angelegenheit, die Länder bearbeiten sollten, aber der Bund sieht schon auch und wir wissen, dass wir die Chancengleichheit gerade herstellen können, indem die Kinder möglichst viele die gleichen Möglichkeiten haben alle.
Und deswegen haben wir den Kita-Ausbau in den letzten 4 Jahren schon mal sehr intensiv unterstützt und werden jetzt auch nochmal in Zukunft 100.000 Kita-Plätze unterstützen, bauen. Wir haben finanzschwache Kommunen unterstützt, gerade im Kita-Ausbau auch. Ich glaube, das ist ein guter Weg, denn wir können jetzt nicht sagen, das ist eine Länderzuständigkeit und die Länder können mit dieser Herausforderung jetzt nicht so umgehen, wie wir es eigentlich für unsere Gesellschaft brauchen. Deswegen hat der Bund sich noch einmal dazu bereit erklärt, muss man sagen, den Kita-Ausbau auch eben in den Kommunen zu fördern. Von der Familienministerkonferenz der Länder, die hat vor einiger Zeit, ja, vor ein paar Wochen getagt und eine Empfehlung rausgegeben, einen Entwurf für ein Qualitätsentwicklungsgesetz eben in dem Bereich der frühkindlichen Bildung, Kindertagespflege, Kindertagesbetreuung mit entsprechenden Maßgaben an den Bund, vornehmlich natürlich sich an der Finanzierung zu beteiligen, die natürlich eine solche Qualitätsentwicklung und Offensive mit sich bringt. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten, dass das auf Bundesebene tatsächlich, sag mal so, abgenickt wird oder auch so aufgenommen wird? Und gibt es darüber hinaus noch Aufgaben des Bundes, außer Finanzmittel zur Verfügung zu stellen? Die Kompetenzen sind damit auch deutlich definiert. Es ist völlig klar, dass wir die frühkindliche Bildung brauchen, fördern. Also egal wer, Land oder Bund, wir brauchen einfach Kinder, die aufgeweckt sind, die Lust haben. Und das muss auch von beiden gefördert werden. Ich finde sehr gut, dass die Familienkonferenz Qualitätskriterien entwickelt. Und weil nur wenn man definiert, was man auch wirklich braucht, kann man denn das Ausmaß erkennen, an dem noch gearbeitet werden muss. Und ich hoffe, dass sich die Länder daran eben entsprechend auch beteiligen, das auch auf den Weg zu bringen. Der Bund leistet ja auch schon einen Teil der Aufgaben. Wir kommen immer wieder in diese Föderalismusdebatte, die einfach auch dem Bund und den Ländern ihre Aufgaben vorschreibt. Und Geld geben ohne Aufgaben. Verteilung ist irgendwie auch nicht so angedacht. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auf dem Bund unseren Teil, auf der Bundesseite unseren Teil leisten und die Länder gerade jetzt auch nochmal durch die Familienkonferenz bestärkt an der Qualitätssicherung arbeiten. Denn eins ist wichtig, wir brauchen noch mehr Kindertagesplätze. Wir haben ja in Münster stehen wir relativ gut da, aber auch immer noch keine. Knapp 40% Kindertagesbetreuung, aber schlussendlich ist der Bedarf viel höher. Und deswegen müssen wir dann durch den Ausbau noch weitermachen. Man muss ja differenzieren zwischen der Kindertagespflege, Kindertagesbetreuung, gemeinhin Kita oder Tagesmutter. Ja. Hier in Münster, Sie sprachen es gerade an, wir haben in Münster 30%. Es gibt Parteien, die den kompletten Abbau der Tagespflege bei Tageseltern verlangen, weil sie sagen, diese Bildung gehört in mehr oder weniger staatliche Hand, also in entsprechende Einrichtungen. Wie stehen Sie zu den Tagesmüttern? Also ich persönlich befürworte die Wahlfreiheit. Ich finde es gut, denn die Kinder sind unterschiedlich. Ich weiß, dass die Tagesmütter sich wirklich genauso viel Mühe geben wie die Erzieher. Das ist einfach ein anderes Umfeld. Das muss, glaube ich, auch, das sollte jeder für sich selber entscheiden müssen oder können. Und von daher finde ich beide Varianten sehr gut. Sie haben gesagt, dass Sie die Wahl befürworten, Kindertagespflege, Tagesmutter oder Kita. Das setzt natürlich auch voraus, dass eine gewisse Qualität bei den Tageseltern, bei der Tagespflege, Tagesmutter oder Tagesvätern ist. Da hört man vielfach, dass Sie unter der Last von Vorschriften, Vorgaben, von Verwaltungsaufwand leiden und dass einige Tageseltern auch aus diesem Grunde einfach ihre Tätigkeit einstellen, weil sie sagen, wir kommen da nicht mehr nach, abgesehen von dem Finanziellen. Aber dieser ganze Aufwand drumherum ist mittlerweile so groß, dass es eine Arbeit eigentlich unmöglich macht beziehungsweise die Freude daran stört. Man muss immer beide Seiten sehen. Auf der einen Seite sind es die Tageseltern, die dokumentieren sollen. Ich stelle mir das auch anstrengend vor. Auf der anderen Seite sind es die Eltern, die natürlich auch eine Gewissheit haben möchten, dass die Kinder in guter Obhut sind. Und dann ist es natürlich auch, wenn man die Jugendämter sieht, die natürlich auch gerne wissen möchten, in welcher Qualität die Menschen arbeiten. Persönlich bin ich immer der Meinung, dass hoher bürokratischer Aufwand möglichst reduziert werden soll. Wenn man das kann an bestimmten Stellen, dann sollte man das auch tun. Aber wenn man beide Seiten sieht, ist es auch immer wieder schwierig. Sie haben gerade gesagt, dass Bildungsgerechtigkeit, Bildungschancengleichheit gegeben sein muss, dass das eine Basis ist für eine gut funktionierende Gesellschaft.
Vor dem Hintergrund von Kinderarmut, neueste Zahlen sprechen von 20% Kinderarmut bei den jungen Kindergartenalter. Wenn die Kinder älter werden, 13, 14, 15, steigt diese Zahl sogar noch um einige Prozentpunkte auf fast 30%. Ist da die Grenze der Chancengleichheit erreicht? Was machen wir mit diesen armen Kindern, die ja auch wirklich erkennbar nachher nicht in diesem Bildungssystem wirklich Fuß fassen? Ja, man muss natürlich die Ursachen für Kinderarmut kennen. Kennen wir auch alle, weil es ja einfach oft daran liegt, dass die Eltern eben ein sehr geringes Einkommen haben. Deswegen ist ein ganz wichtiger Schritt auch, dafür zu sorgen, dass Eltern arbeiten können, eine Arbeit haben, auch Geld verdienen können und entsprechend das Familieneinkommen da ist, um auch eine Familie ernähren zu können und auch ihnen Chancen zu bieten. Dann gibt es ja auch wirklich viele Möglichkeiten, die wir schon geschaffen haben, was das Bildungs- und Teilhabepaket angeht, dass Jugendliche auch teilhaben können an den Möglichkeiten, die geboten werden. Eine gewisse Sensibilität in Schulklassen oder Kitas sollte vielleicht schon auch da sein, um einfach allen gleiche Möglichkeiten zu bieten. Man muss da schon sensibel sein, aber das Wichtigste, glaube ich, gegen Kinderarmut ist Arbeit für Eltern. Und daran arbeiten wir natürlich auch intensiv. Eine wichtige Voraussetzung ist natürlich auch, dass dann die Kinder wieder betreut sind. Und deswegen ist es so gut, ich finde es auch gut, dass wir jetzt in unserem Programm stehen haben, dass wir die Betreuungszeiten während der Grundschulzeit ermöglichen wollen. Da wird jetzt kräftig dran gearbeitet, sodass dann einfach auch eine Kontinuität ist für jemand, der seinen Beruf aufgenommen hat und dann eben seine Kinder auch betreut hat. Wo sehen Sie die konkreten Maßnahmen, die der Bund jetzt ergreifen muss, um eben gegen die Kinderarmut vorzugehen oder die Folgen auch der Kinderarmut? Also konkret ist, eine gute Wirtschaftspolitik zu machen, dass einfach Arbeitsplätze da sind oder auch Ausbildungsplätze. Und eben auch den Kita-Ausbau zu forcieren, was wir ja auch machen, eben teilweise als Bund. Und die Länder müssen halt auch ihren Beitrag leisten. Aber wir brauchen noch mehr Kindertagesbetreuung, Tageseltern. Und eben jetzt auch die Betreuung in der Grundschule muss da sein. Das hieß ja, dass dort die Probleme, die durch Armut geschaffen werden, irgendwie ausgeglichen werden müssen. Also im anderen Fall, wenn Sie sagen, die Wirtschaft muss entsprechend ausgerichtet werden, dass die Eltern aus dieser Armut rauskommen. So ist es. Wir brauchen Arbeitsplätze, die den Menschen auch ein Einkommen verschaffen. Wenn man das jetzt als Programm startet, stelle ich mir vor, das greift in 10, 15 Jahren, vielleicht in 7 Jahren. Was machen wir jetzt mit den Kindern, zumal ja die Zahlen auch stetig steigen? Ja, man muss natürlich, es gibt ja die Arbeitsämter, die Jobcenter vermitteln ja schon auch Arbeit. Also man muss schon auch eine Arbeit finden, die zu einem passt und die einem eben auch ein Auskommen oder ein Einkommen gerieren, damit man ein Auskommen hat. Natürlich braucht man eben auch die Betreuungsmöglichkeiten und deswegen müssen eben auch noch mehr Kita-Plätze geschaffen werden. Und man muss eben auch bei der Kita-Platzvergabe darauf achten, dass Eltern, die Notwendigkeit haben, wirklich ein Kind unterzubringen, diese Plätze auch bekommen. Wir haben ja die Garantie für einen Betreuungsplatz und da muss eben auch baulich was dran getan werden und eben auch menschlich, qualitativ, dass die Kinder die Betreuung bekommen. Würde man damit den Erzieherinnen und Erziehern auch wieder mehr Aufgaben aufbürden, wenn sie im Prinzip auch noch jetzt einen Blick auf die finanzielle Situation der Familie haben müssen, um entsprechend eingreifen zu können? Oder? Ich glaube, das ist in den Kitas doch auch, allein durch die Tarife, die gezahlt werden, ist ja schon auch bekannt, wer so welche Probleme hat. Und es gibt ja auch immer in den Kitas Berater, die Eltern informieren in den Familienzentren, wie man welche Chancen und Möglichkeiten wahrnimmt. Und die müssen dann eben auch sensibel damit umgehen. Ich glaube aber schon, dass es uns weiterträgt. Werden diese Angebote ausreichend genutzt? Ich glaube, sie werden sehr gut genutzt. Und ich glaube, dass viele Leute sich auch melden, die den Bedarf haben. Ja. Vom Kindergartenbereich jetzt in den Schulbereich, auch dort haben wir die Betreuung. Ich spreche jetzt den offenen Ganztag an. Ja. Auch dort werden Kinder betreut. Das Gesetz sagt eigentlich, oder die entsprechenden Gesetzesvorgaben, Verordnungen und so weiter, besagen eigentlich, dass ein pädagogisches Konzept aus dem Vormittagsbereich im Nachmittagsbereich weitergeführt werden soll, dass also das insgesamt Schule und auch die Betreuung am Nachmittag ein gemeinsamer Ort des Lernens sind. Die Realität spricht ein wenig eine andere Sprache, um nicht
zu sagen. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge in der Wahrnehmung der Eltern, die einmal sagen, okay, Schule ist Vormittag und nachmittags werden die Kinder halt auch betreut, wie auch immer. Gibt es da irgendwo auf Bundesebene ein Gefühl für diese Problematik oder auch Ansatzpunkte, wo die Politik auf Bundesebene ansetzen kann, um gegenzusteuern? Ein Gefühl für diese Problematik gibt es schon. Aber es ist schon Aufgabe der Länder, die müssen die Konzepte dafür machen. Aber es ist schon so, dass wir uns in der, ich habe das selber ja auch miterlebt, es gab erst die Frage des offenen Ganztages, dann gab es ja so moderne Schulen, die den gebundenen Ganztag gelebt haben, dem aber viele Eltern auch ihre Kinder erstmal eine Zeit lang nicht schicken wollten. Das ist aber schon viele Jahre her. Mittlerweile ist doch klar, dass die Konzepte mit in den Nachmittag genommen werden, einfach um eine bessere Tagesgestaltung zu ermöglichen. Man hat ja Partner gefunden für Schulen. Ich glaube, dass die Länder da Konzepte aufstellen müssen. Die Ideen sind ja auch da. Und man einfach auch den Schulen die Möglichkeit geben muss, den gebundenen Ganztag deutlicher zu führen. Und es gibt ja auch gar nicht mehr so viele Eltern, die sich dagegen wehren, weil die Angebote im gebundenen Ganztag ja auch im Grunde genommen den Kindern gut tun und viele Dinge auch den Eltern abnehmen, die Eltern gar nicht mehr so leisten können, weil sie eben berufstätig sind. Sie sprachen die Angebote im offenen Ganztag an, die also im Nachmittagsbereich für die Kinder geboten werden. Liegen diese Angebote tatsächlich vor? Also haben wir tatsächlich, so wie es das Gesetz vorsieht, in dem Nachmittagsbereich eine Aufnahme des Bildungsauftrages aus dem Vormittagsbereich, der im Nachmittagsbereich weitergeführt wird? Ich glaube, es gibt schon gute Angebote. Das ist halt eben unterschiedlich. Die einzelnen Institutionen, die einzelnen Kitas oder die einzelnen Schulen werden schon auch entsprechend den Menschen, die das organisieren, versorgt sein. Einige sind sehr ideenreich, bieten ein reiches Programm. Ich glaube schon, dass man da noch mehr machen kann. Die Förderung von Defiziten oder von Stärken, die wird mit Sicherheit überall auch organisiert sein. Das glaube ich wohl. Aber dieses Herausziehen von Programmen in den Nachmittag, das wird bei einigen gut funktionieren und bei anderen, die suchen wahrscheinlich noch Beispiele, wie sie es machen können. Mhm. Das kann mit Sicherheit noch besser werden. Man hat ja durch die verschiedenen Zeiten, auch die Kinder in den Kitas bleiben, auch einen gewissen Wechsel. Das muss man ja auch alles ein bisschen mitgestalten. Also ich denke mir, das ist im Aufbau. Auch da im Aufbau. Auch da reden wir über Qualität, selbstverständlich. Ja. Es ist immer wieder die Qualität, die zum Teil fragwürdig ist. Es sind im Nachmittagsbereich, im OGS, viele 450-Euro-Kräfte beschäftigt, die wirklich nur stundenweise drin sind, die natürlich auch nur stundenweise für die Kinder dann als Ansprechpartner da sind, die natürlich auch nur in diesem schmalen Fenster im Prinzip für die Kinder auch sichtbar sind, was natürlich einer ganzheitlichen Betreuung und Bildung ein Stück weit entgegenspricht. Aber auch da ist es eine Frage der Finanzen natürlich. Also per se möchte ich einfach mal sagen, also 450-Euro-Kräfte können ja auch nette, verantwortungsvolle und auch zuwendungsreiche Menschen sein. Also und vielleicht auch welche, die vielleicht einfach auch in kurzer Zeit gerne sich den Kindern widmen und sich da einbringen möchten und mit Kindern was Gutes machen wollen. Also die Länge, finde ich, muss nicht immer entscheidend sein. Es kommt einfach auf das an, was die Kräfte dann auch mit den Kindern machen. Es ist natürlich schon wichtig, dass auch verlässlich Betreuer da sind, die Kinder ganzzeitig haben. Also ein reiner Wechsel immer in kurzen Zeiten ist nicht. Aber als Ergänzung finde ich das persönlich jetzt nicht so schlimm. Es gibt ja auch Menschen, die nicht die Zeit haben, so lange Arbeitszeiten auf sich zu nehmen. Also ich glaube, das Wichtigste sind die Menschen, in welcher Qualität sie sich einbringen. Ja. Aber Sie wollten natürlich eigentlich gerne wissen, ob es mehr Geld geben würde, dass man eben auch längere oder dass man für längere Zeit einstellen kann oder vielleicht in anderer Weise qualifizierte Menschen. Ja, es ist ja schon bekannt, dass auch einige von diesen 450-Euro-Kräften gerne eine Teilzeitstelle oder eine Vollzeitstelle aufnehmen würden, wo aber auch drei 450-Euro-Stellen günstiger sind als eine entsprechende Teilzeit- oder Vollzeitstelle. Und dass man da dann natürlich auch diese Stunden entsprechend verteilt, um eben mit dem Budget, was man hat, die Betreuung überhaupt hinbekommen. Was dann natürlich wieder die Qualität ein wenig leiden lässt.
Das ist ja die Frage, ob dann die Gesamtqualität wirklich leidet. Ich glaube, es hängt wirklich von den Personen ab. Aber ich weiß, was sie sich wünschen. Man muss natürlich sehen, das ist eine Landesaufgabe, ganz eindeutig. Da muss das Land sich kümmern. Aber damit will ich es jetzt auch nicht einfach bewenden lassen. Man muss natürlich auch sehen, wir wollen Qualität haben. Es wird ja auch Geld dafür ausgegeben. Es wird auch mehr Geld dafür ausgegeben, als es früher gemacht wurde. Die Ausgaben haben sich da zum Glück ja auch deutlich gesteigert, weil man eben auf die Qualität achtet, weil wir gerne wollen, dass eine gute Betreuung da ist. Irgendwann ist wahrscheinlich auch erstmal Ende der Fahnenstange, weil wir müssen ja auch Politik machen und generationengerecht denken. Also wir können jetzt nicht alles Geld ausgeben und die Länder genauso wenig, weil wir im Grunde genommen ja auch nachhaltig arbeiten müssen. Wir können jetzt nicht quasi wieder Schulden machen, sondern wir müssen schon verantwortungsvoll mit all dem Geld umgehen, was wir haben. Einmal muss ich das in diesem Interview einfach auch sagen. Und ich meine das auch. Ich glaube schon, dass im Betreuungsbereich ganz viel auf dem Weg ist und der Bund eben auch, indem es die Länder ganz massiv entlastet hat in den letzten Jahren. Also da sind ja 25 Millionen, sind ja allein in die Länder gegangen, um dort auch den Länderaufgaben nachkommen zu können, gerade auch im Betreuungsbereich. Ich glaube, man muss jetzt bauen, man muss eben die Menschen auch einstellen und es wirken lassen. Nachhaltigkeit ist das schöne Stichwort. Ein wichtiges Thema. Einstieg auch. Nachhaltigkeit in Bezug auf Bildung, vielleicht so als abschließendes Wort für Sie, diese Kombination. Was bedeutet das für Sie? Was würde das für Sie als Bundestagsmandatsträgerin bedeuten für die nächste Periode, dass Sie diese beiden Begriffe nicht nur von den Begriffen her miteinander verknüpfen, ja, sondern auch von der Tätigkeit? Also ich mache das in Berlin gerade ganz besonders gerne, weil wir wissen, dass Bildung das ist, was uns alle befähigt, hinterher an der Gesellschaft teilzunehmen. Deswegen ist Investition in Bildung, gleich welcher Art, in welcher Verantwortung, eine gute Investition, eine nachhaltige Investition. Und ist ja jetzt auch nochmal in diesem Bundeshaushalt sehr stark angehoben worden und das ist ja auch das, was Deutschland ausmacht. Wir haben tolle Menschen in unserem Land, wir haben kreative Leute und darf niemand von Anfang an nicht die Chance haben, das auszuleben und auszuüben. Deswegen ist mir das ein weiteres Anliegen, zum Thema Bildung und auch Forschung weiter tätig zu sein in Berlin. Und das Potenzial beginnt halt in den Kitas, da in der frühkindlichen Bildung. Aber man darf auch nicht vergessen, dass man eigentlich ein Leben lang weiter lernen sollte und sich weiterbilden sollte. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und das gilt für alle Berufsgruppen, natürlich auch für Lehrer und für Erzieher. Und gerade mit den Programmen, die zum Beispiel die kleinen Forscher machen, werden ja auch Erzieher weitergebildet und auch angeleitet. Auch diese Aufgaben, die ja auch immer wieder neu auf sie zukommen, also die neue gesellschaftliche Entwicklung, da eben auch fit zu sein und zu bleiben und sich den Herausforderungen zu stellen. Deswegen lebenslanges Lernen von der Kita an. Ein wunderbares Abschlusswort. Vielen Dank. Gerne. Und für Ihre Zukunft alles, alles Gute. Danke. Und ich bedanke mich dafür, dass Sie der Einladung des Familienforums in Münster gefolgt sind. Vielleicht sehen wir uns dann nach der nächsten Periode, vor der nächsten Periode wieder. Und ich können dann ja immer daran anknüpfen, was wir heute besprochen haben, was in der Zwischenzeit umgesetzt werden konnte. Ich sage ja immer, es ist viel besser, Sie fragen zwischendurch. Kommen Sie doch einfach mal zwischendurch und fragen, weil dann gibt es aktuelle Dinge, die in der Beratung sind, wo Sie sich als Familien und auch gut einbringen können und sagen, an der Stelle müsste doch jetzt eigentlich mal das und das passieren. Am Ende einer Legislatur ist passiert und für die nächste ist das noch ein großer Sprung, weil man ja auch nicht weiß, wer jetzt wie weiterregiert. Aber mittendrin, da können Sie richtig was bewegen. Vielleicht nehmen wir das auf als Idee für das Familienforum, so eine Nachlese nach 100 Tagen. Ne? Das ist, glaube ich, immer so die 100 Zeit. 100 Tage, dann gucken Sie, wie lange die Verhandlungen dauern. Vielleicht ein bisschen früh. Dann nehmen wir vielleicht mal 300 Tage und danach 600 und dann 900. So lange das dürfte dann die Periode dauern. Und freue mich dann, Sie hier wieder begrüßen zu können. Ich würde mich auch freuen. Für die Zuschauer würde ich mich freuen. Ich freue mich, wenn die Zuschauer auch in unsere anderen Interviews reinschauen. Sie bekommen einmal die langen Versionen zu sehen, das gesamte Interview und Sie können auch für alle 5 Kandidaten, die wir in diesem Jahr interviewt haben, eine Kurzversion abrufen. Das Ganze finden Sie auf YouTube. Die entsprechenden Hinweise finden Sie am Ende dieses Clips. Vielen Dank.